Hallihallo, da bin ich mal wieder zurück mit der vierten Devlog-Folge. Yay! Yay! Ja, ich würde jetzt spontan sagen, es hat sich nicht so viel geändert in der Zeit, aber ein bisschen was. Und zwar folgendes. Erstmal gehen wir raus und schauen uns das an und oh, wir haben erstmal eine andere Skybox, die besser hier reinpasst und Canyon drumherum ist fast fertig. Da hinten soll absichtlich nicht hin, weil absichtlich nichts hin, weil ich zeige es euch gerade mal ganz kurz. Die bessere Aussicht da drüben. Okay, man sieht es nicht, aber da ist Wasser. Theoretisch. Praktisch ist der Fog. Ja, ist auf jeden Fall Wasser da hinten hin. Da kommt auch noch ein bisschen was hier, Wüste außen drumherum und dann halt so, dass man ins Wasser reinlaufen könnte, theoretisch und sowieso. Ja, das hat sich geändert. So, der Fock ist normalerweise bei 2000. So. Ja, die Cliffs haben sich geändert, die haben ihre eigene Textur. Die werde ich wahrscheinlich noch von so nach so ändern, dass sie quer liegt. Was hat sich noch geändert? Da hinten ist eine Tür reingewandert. Das heißt, wir können hier rausgehen. Und ein bisschen die Vorarbeiten für den dritten NPC sind hier. Can I bring you something? Okay, come back anytime. Zurzeit, have a good story to tell. Zurzeit können wir nichts anderes machen, außer hier hinlaufen und uns dieses GUI anzeigen lassen und einen Hallo-Sound haben. Das Model dafür ist schon in Arbeit. So, zweitens, Tamara hat eine neue Stimme. An dieser Stelle sehr vielen Dank an die liebe Joy Leisure, dass sie doch sich bereit dazu erklärt hat, diese nette Dame zu synchronisieren. Und ja, sie weiß auch ganz genau, dass sie noch blühen wird, dass sie noch ein paar mehr Texte für sie aufnehmen kann. Weil, ja. Ja. Und in Zukunft, übrigens. Okay, bye. Die Texte sind dieselben von dem Inhalt her, aber die Stimme ist halt eine richtige Frauenstimme. Oh mein Gott! Oh! So. Dieser NPC, der hier hinkommt, wird auch eine eigene Stimme bekommen. Deshalb bin ich noch nicht selber, aber die liebe Surot ist so lieb und wird diesen NPC für uns später sprechen. An dieser Stelle auch schon mal sehr vielen Dank im Voraus. So, noch was hat sich geändert? Skripttechnisch. Hello, my friend. How are you today? Order und Cell sind dazu gekommen. Look around, maybe you'll find something of use. Let's see if you got something interesting. Zurzeit. See you around and don't make any trouble. Können wir noch nichts kaufen oder verkaufen bei dem, aber es wird ein paar Questen geben, wo wir anderen Leuten Dinge besorgen müssen, die wir kaufen müssen. Und ja, wir haben mittlerweile sogar Geld. Und zwar, wenn wir einfach mal sagen, ich glaube, Player Cash habe ich es genannt. Haben wir 1000, was auch immer. Wir haben natürlich überlegt. Und wir haben die Vorarbeiten für ein Inventar, was 10 Slots umfasst. Also, dass wir Dinge uns rumtragen können. Später soll dann auch das Inventar haben, ausgewertet werden können und da bei dem Typen verkauft werden können und auch nicht. Ich hoffe, dass sich das umsetzen lässt. Praktisch muss ich dann noch ein bisschen schauen. Mich noch ein bisschen weiter in die Script-Language einwursteln und schauen, wie ich das machen kann, weil es gibt ja auch sowas wie Listen. So, was sich noch geändert hat, die Map hier, alles drumherum, ist auf mod.db, Link in der Beschreibung, jetzt verfügbar. Zur Zeit, dass ich es aufnehme in der Version Alpha 0.3 und sobald dieses Package hier freigegeben wird, ist dann auch die 0.4, also das hier, herunterladbar. Hinweis, es ist nur noch über mod.db erreichbar, aus zwei Gründen. Erstens, weil ich mit Google Drive damit nicht weiter vollstopfen will, weil irgendwann ist das auch mal voll und mittlerweile wird die Map doch auch schon relativ groß mit allen Dingen, die so drin sind und ja. Würde sagen, oh ja, es gibt übrigens mittlerweile schon zwei Secrets auf dieser Map, haha, die könnt ihr finden. Irgendwo hier auf der ganzen Map sind die Secrets versteckt. Aber... Hello, my friend. How are you today? No, I'm sorry, I didn't serve today. But maybe I heard about something. But first, I need your help.
Some orders stolen my flux coil while I was on standby. Without it, my battery will run low and I might be out of order. Can you help me, please? Mission accepted. So, wir machen mal kurz die Mission mit den Orgus. Ja, viel Schrott, dass wir da noch ein paar mehr wirklich modellierte Wrackteile hinkommen. Irgendwelche futuristischen Flug-Fahrgerätschaften werde ich da noch modellieren für. Also ich habe noch ein bisschen was vor mir. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz hinten aus der Tür raus, die ich extra da eingebaut habe. So, wenn wir draußen ein bisschen rumlaufen, wie wir sehen, hier ist alles noch relativ eben, hier können wir noch nicht so viel rumlaufen, aber... Wir können jetzt hier so durch den Canyon durch. Oh, toll. Hoch, oder? Ich möchte auch, dass man da vielleicht auch da hoch kann, aus irgendwelchen Gründen. Wenn man runterspringt, wird man allerdings ein Stern, weil ich die Death Zone einziehen werde. Und ja, wie wir hier sehen, ist hier noch der Canyon noch nicht fertig. Erstmal die Textur schon mal drauf und ja, Map-Ende. Wie man unschwer erkennen kann. Ja. Eigentlich möchte ich das Spin Clouds wieder reinmachen. Ich hatte vorher mal eine Sky Texture ausprobiert mit Bergen und da war es ein bisschen merkwürdig, aber bei der hier könnte man eigentlich theoretisch wieder. Ui. Ja, Spin Clouds einbauen. Und ja, das hier ist Schattenberechnungsgedöns. Das wird in Ordnung kommen, sobald ich das hier genauer modelliere. So ein paar von diesen spitzen Kanten sind nur wegzukriegen, wenn ich das alles noch ein bisschen smoother modelliere. Da muss ich auch nochmal schauen, dass ich das vielleicht noch fixe. Aber ansonsten. Passt das erstmal so. Ja. Na. Da wollte meine Maus gar nicht so wie ich. Ja, dann kann man hier draußen noch ein bisschen rumlaufen. Ist halt relativ viel große freie Fläche. Und den Kerl bitte nicht kaputt schießen, sonst startet die Map sofort neu, weil das das letzte Monster hier auf der Map ist. Zurzeit noch. Da habe ich noch einen Texturbug, das weiß ich. Da ist auch noch die Kante noch nicht so schön, dass es ineinander übergeht. Da hinten ist es ganz gut und... Oh ja, das gesehen. Ja. Sind wir auf jeden Fall sehr weit und hier ist Wasser. Können wir schwimmen. Das seht ihr auch. Ist noch nicht so viel bombig Zeug hier. Die Berge gehen auch nur erstmal hier oben drüber. Das Problem ist halt, der verliert niemals den Tracker auf einen. Oh. Aber er ist langsamer als wir. Schließlich ist er wild mit Feuerbällen um sich. Ist, okay. Schnauze! So, ja. Das hat sich jetzt so eigentlich hauptsächlich geändert. Nicht so viele Änderungen. Ein bisschen was im Scripting hat sich geändert, wegen den Items und sowas. Und ja. Der neue NPC, der da hinkommen wird. Oh, da muss ich hinten noch ein Dings. Ein Level-Trigger einbauen, weil da draußen will ich einen anderen Sound haben. Und ja. Oh, thank you, you got it back. You literally saved my life. I'm in your debt now. What can I do for you? Ja, ich werde hier wahrscheinlich noch eine Option einbauen, dass wir sagen können, da wir jetzt ja Geld langsam einführen. Oder halt irgendwie sowas in der Richtung. Dass wir sagen können, no, give me some cash. Oder dass wir was über unsere Frau fragen. Das bleibt mir dem Spieler überlassen. Ja. Da fängt schon an, dass der Spieler sich entscheiden kann, was er haben möchte. Entweder ist nur seine Frau scheißegal und er will Geld haben, oder es ist ihm wichtig, dass er die Frau hat. Aber er hat dann die Option, dass er nur eins von beiden fragen kann. Das sage ich jetzt schon mal vorne vorweg. Ja. See you soon. Und ich werde es machen, dass manche NPCs einem halt Gegenstände geben oder so als Dankeschön oder manche einem vielleicht Geld. Und dann, dass man manche Gegenstände bekommt, vielleicht gegen andere Dinge austauschen kann. So ein bisschen. Wenn du das hast, dann ja, gib mir das. Ja, das ist so das, wohin es langsam dann gehen wird. Die Map ist auch natürlich größer geworden dadurch. Und ja. Bis dann zum nächsten Mal, würde ich spontan mal behaupten, und wir sehen uns dann, wenn es weitergeht mit unserer
Simple. RPG. Yay! Kann auch sein, dass ich jetzt die Devlog-Folgen etwas sporadischer machen werde, wenn ich hier nur an so Kleinigkeiten am Basteln bin, aber sich nicht so viel ändert, dann einfach nur bei etwas größeren Änderungen vielleicht dann mal wieder ein Update mache. Das überlege ich mir noch, oder ja, wenn ihr das allerdings so klein, also detailliert ist jetzt nicht, aber jetzt so einen kleinen Schub immer wieder haben wollt, auch wenn sich nicht so viel geändert hat, ich sag mal jetzt so ein Log vielleicht so pro Woche, wenn ich es einhalten kann über die Feiertage, jetzt bald werde ich es nicht schaffen, das weiß ich jetzt schon. Ja, könnt ihr es ja auch einfach mal erwähnen oder sagen, so, ja, das wäre schon cool, wenn du es ein bisschen regelmäßig machen könntest, so einmal die Woche vielleicht. Außer, dass ich absolut gar nichts gerne, weil ich die Woche nicht dazu gekommen bin. Ja. Ich hatte eigentlich das mal gefixt gehabt, könnte ich wahrscheinlich vergessen zu speichern. Ja, gut. Das hat sich geändert. Ich freue mich über weiteres Feedback von euch. Positiv sowie negativ. Konstruktiv am besten dann aber, wenn es negativ ist. Positiv ist, ja, kann ich auch konstruktiv was gebrauchen. So, oh, ich finde das voll geil, aber zum Beispiel könntest du das machen oder so. Ja, lasst Ideen, Anregungen vielleicht noch da, wenn ihr wollt. Steht euch offen. Ich für meinen Teil mit der heutigen Folge fertig und sage Tschüss.